Hallo, heute bauen wir die lustigen Papierboxen aus. Und ersetzen sie durch Hertz EV 165. Dazu benötigen wir diesen 3D gedruckten Adapterring. Und ein Werkzeug. Achten, dass die richtig polarisiert sind dann. Ich habe jetzt hier so Stecker angefertigt und aufgekrimmt. Ich habe unter anderem schon Weichen eingebaut und einen Hochtöner. Daher komme ich daher. Auf jeden Fall war hier noch ein Kunststoff hinten drinnen. Den habe ich bereits rausgeschnitten, damit ich nicht Probleme bekomme von der Tiefe her. Von den neuen Lautsprechern. Abgeschnitten mit dem Cuttermesser, dann ein bisschen geratet, eine Ausnehmung gemacht für die Lautsprecher, Kabel, ja, gut, nun zur Montage. Nun gut, der Original-Speaker ist jetzt draußen, wie ihr seht. Hier habe ich die Original-Schrauben dazu. Ich habe jetzt gleich rundherum Silikon aufgetragen, damit eben dieser 3D gedruckte Ring dann, wenn er ordentlich sitzt, auch dicht ist. Danach nach hinten, den setze ich jetzt auf, dann schraube ich mit diesem Werkzeug den Ring von innen durch die Originalclips durch, die das Gewinde haben. Dazu muss man den ordentlich andrücken und dann schrauben. Okay, soweit fertig. Ich habe jetzt eben die Schrauben von hinten durchgeschraubt, das ordentlich angedrückt und dann über Kreuz angezogen. Und wo ich fertig war, nochmal nachgezogen über Kreuz. Wer eben nicht will, damit er mit dem Silikon herumpatzen, kann auch so ein Dichtband verwenden. Wird seinen Zweck sicher auch erfüllen. Dieses Dichtband werde ich jetzt als nächstes da hinten aufbringen, auf dem Lautsprecher. So, wunderbar aufgetragen. Gut, als nächster kommt dieser Ring, der beigelegt ist für das Schutzgitter. Der hat hier einen Pfeil. Diesen Pfeil montiere ich so, dass er nach unten sieht im Lautsprecher. Das heißt, dort, wo die Anschlussterminals sind. Okay, den nächsten Step. Montiere ich diesen Ring jetzt so, wie er ist. Auf den Adapterring. Vergessen, die Anschlussterminals ordentlich aufzudrücken. Die müssen schön streng gehen, dass sie nicht von selber runterfallen. Im eingebauten Zustand, wie gesagt, Plus auf Plus, Minus auf Minus. So, und so sieht es dann aus. Wieder schön über Kreuz anziehen. Und fertig aus. Jetzt kann man auch natürlich Lautsprechergitter drauf tun. Das war's soweit. Gut, viel Spaß noch. Ende.